Moin Leute und willkommen zum nächsten Workout. Heute wollen wir uns um die seitlichen Bauchmuskeln kümmern. 10 Minuten, 45 Sekunden Zeit, während wir trainieren. 15 Sekunden Pause bis zum Wechsel zur nächsten Übung. Timer an und los geht's. So. Wir bereiten uns vor für die erste Übung. Und los geht's. Schön Ellbogen zum Knie. Und dann wechseln wir die Seite. Links, linker Ellbogen, rechtes Knie. Rechter Ellbogen, linkes Knie. Es kann sehr gut sein, dass ich nach dieser Trainingsserie 31 Workouts weitergehe zu einem Bauchplan. Aber ich will euch noch nicht zu viel verraten. Seid gespannt. Abonniert mich auf jeden Fall, dann seid ihr immer aktuell dabei und könnt von zu Hause aus ohne Equipment fit werden. 45 Sekunden sind geschafft. Wir entspannen kurz. Noch 10 Sekunden, dann geht es weiter mit der nächsten Übung. Wir stellen schon mal die Beine auf. Die nächste Übung seht ihr auch eingeblendet und tappen uns immer schön an die Hacken. Immer schön ran da. Mit dem Oberkörper oben bleiben. Am besten einen Punkt oben an der Decke fixieren. Noch 5 Sekunden und Pause. Wir setzen uns mal leicht auf, beziehungsweise drehen uns auf die Seite. Und ihr wisst, glaube ich, schon, was jetzt kommt. Ein richtig entspannter Seitstütz. Genau. Schön hochkommen, halten. 45 Sekunden. Das schaffen wir. Wir bleiben in dieser Position, weil es uns so gut gefällt, machen wir direkt einen Seitstütz hinterher. Los geht's, und zwar diesmal von unten nach oben bewegen. Jawohl. Richtig schön. Den Core, seitliche Bauchmuskeln rein. Sollt ihr hier schön merken, schön anspannen. 20 Sekunden sind geschafft. Und Pause. Jetzt wechseln wir natürlich die Seite. Kurz mal gucken, wie Mikro hier. Ja. Und halten. Wie ist es bei euch? Wie findet ihr das Level der Workouts, das Schwierigkeitslevel? Könnten wir das steigern? Ist das noch gut, weil es ist ja ein Anfänger-Wiedereinsteiger-Workout-Programm.
Ich habe natürlich auch stärkere, härtere Workouts online, die ihr natürlich gerne abchecken könnt. Alle auf meinem Profil zu finden. Habe auch Playlisten dafür angelegt. Aber von diesem Trainingsplan, gebt mir doch gerne mal Feedback. Wie findet ihr das Schwierigkeitslevel? Und Pause. Wir bleiben natürlich in der Position. Und weiter geht's. Schön rein da. Das ist die sechste Übung, sprich die Hälfte haben wir schon geschafft. Und ich habe tierisch Hunger. Ich freue mich richtig aufs Frühstück gleich. Fünfzehn Sekunden noch. 5, 3 und Pause. Wir drehen uns mal auf den Bauch, auf die Hände. Und gehen in die Plank Position, wo wir vor und zurück gehen. Zehn Sekunden noch. Kurz Pause. Wir bleiben in der Position. Und gehen wieder in die Plank. Tut mir leid, diese Übung muss einfach sein. Ist einfach sehr effektiv. Und meiner Meinung nach muss man sich daran gewöhnen, um wirklich einen sehr guten Erfolg zu erzielen. Schön die Atmung kontrollieren. Achtet darauf. Zehn Sekunden noch. Wir bleiben wieder in der Position und machen eine London Bridge. Ihr seht das schon eingeblendet, gleich geht's los. Und los geht's. Links runter, rechts runter. Fünf Sekunden noch und Pause. Jetzt haben wir noch eine Halteübung, Finisher für den ganzen Körper, für den Core. Halteübung natürlich auch für den Bauch, den unbedingt anspannen im Vorstand. Nase ein, Mund aus.
15 Sekunden noch. Und geschafft. Ich hoffe, eurem Bauch geht's gut. Ihr habt das seitliche Bauchmuskeltraining genossen. Wir sehen uns morgen zu den nächsten 10 Minuten. Erholt euch und